Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, von den Fantastischen Vier, Schmudo! Du warst wahrscheinlich noch zu jung damals in Stuttgart, als die ganzen Prozesse waren in Stammheim und so. Das ist wahrscheinlich. Ja, da war ich zu jung. Wie alt war ich denn da? Wann waren so die? 10 Jahre vielleicht oder so. Genau. Ja. Ende der 70er. Aber ich habe dann mit 19 wieder Augsteins Buch durchgelesen. Ja. Und war dann ganz kurz raff. Ja. Ja. Man fand ihn dann irgendwie okay, fand ich. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, fand ich raff okay. Aber ist natürlich mit dem Jugendlichen, also das Rebellische und sowas, das, der Pop-Appeal, den fand ich dufte. Das war irgendwie so eine Zeit lang, war man Maoist, Linker, Black Panther. Das war en vogue. Das war en vogue und man legte sich dann auch halb irgendwie in heimischen Gaststätten, im Löwen und so weiter, mit den alten Nazis an, die dort saßen. Aber hinterher saß man dann irgendwie gemeinsam. Also es war ja. Merkwürdig. So war das damals in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist für mich immer Heimat. Für mich immer, ja, aber doch mit einem recht konservativen Antlitz. Antlitz. Heimat mit konservativem Antlitz, aber nicht so wie in Bayern, wo man ja zum Beispiel ohne Wildgänseaufdruck auf dem Kopftuch ja schlecht aus dem Haus kann. Wildgänseaufdruck? Ja, so als Beispiel jetzt. Also oh Gott, ich richte mich um Kopf und Kragen. Ja. Dabei willst du doch nur deine Platte verkaufen. Nein, ich meine... Genau. Das natürlich nicht. Aber die Platte ist ja unglaublich erfolgreich. Ihr seid Platz 1 in den Charts. Ja, ja. Ich glaube im Moment gerade nicht, sondern 3. Aber dafür kommen wieder, wir holen die. Wir holen die. Ja, ja. Das schwankt zwischen euch und Grönemeyer. Nee, Grönemeyer ist, glaube ich, jetzt 5-6 Wochen lang in den Top 5 gewesen. Mit ja. Avril Lavigne und... Wie heißt die andere? Auch eine Frau? Ja, Nelly Furtado. Ah, Nelly Furtado. Das heißt, da schiebt man sich nach vor und zurück mit den... Bist du mit deinem eigenen Flugzeug hier? Ja. Ja. Das habe ich gelesen in einem wirklich tollen Interview. Ja. Und du hast ein eigenes Flugzeug. In welchem Interview denn? In einem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ja, das ja. stimmt. Wo, das war die Ausgabe, 2 Ausgaben, bevor Nathalie Licard gesagt hat, Katastrophe. Ah. Und da hast du gesagt, du hast ein Flugzeug. Das fand ich toll, ja. dass du das sagst, so ganz locker. Ja, aber das klingt so dicke. Ich habe hier noch den vom Ölcheck hier und so alles noch. Und ich meine, Otto Walkes ist selbst geflogen, Reinhard May ist geflogen. Ja. Und wir alle wissen, Heinz Rühmann ist selbst auch geflogen. und es hat Herbert Feuerstein nicht auch einen Flugschein? Das ist doch nicht Ja, aber da möchte er nicht drauf angesprochen werden. Okay. Okay, dann wollen wir das auch nicht Weil machen. Ich habe mal Geschichte gehört von Reinhold Beckmann, der mit ihm in Afrika geflogen ist. Das hat auch mir Reinhold Und da vielen Sätze wie knapp überlebt, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Also du bist mit dem eigenen Jet gekommen. Wo steht die Boeing? Es ist ein Propellerflugzeug. Ein Propellerflugzeug. Ja. Ein Propeller. So ungefähr geht das. Und du bist aus Hamburg hierher geflogen? Ja, ich hatte einen kleinen Umweg gemacht über die Werkstatt, wo ich mein Flugzeug in der Jahresnachprüfung heißt das hatte. Wirklich? Ja. Ja? Ich finde es sehr beeindruckend. Wie viele Flugstunden muss man im Jahr haben, damit der Pilotenschein nicht verfällt? 12. Ja, das ist nicht viele. Wirklich? Das ist nicht viel. Wirklich? Ja. Früher zu Vorstandszeiten waren es mal mehr, aber die Europäer. 12 Stunden? Ja. Entschuldigung, als Laie sage ich, das ist doch kaum was, oder? Nö, deswegen ist es auch durchaus erschwinglich für den Normalsterblichen. Wenn man sich das nur chartert, dann kostet, keine Ahnung, 120 Euro eine ganze Flugstunde in einem toffen Flugzeug. Ist ja. das doch für jemanden, der sich das ganz um 50-Jährigen noch eine tolle Sache. Und hast du. Diese Souveränität und die Sicherheit, wenn du einsteigst, du weißt, wie es funktioniert, oder geht einem irgendwie ein bisschen die Muffe und sagt, hätte ich doch bitte professionell geflogen, also das mit der Linie. Das ist gar nicht so. Nee, ist gar nicht so schwer. Das ist alles ganz logisch. Das ist, sieht nur beeindruckend aus, wenn man alles doppelt braucht wegen der Sicherheit. 2 Tachometer, 2 Höhenmesser, 2 Steuerknüppel. Und nach welchem richtest du dich dann? Die mir am nächsten sind. Ja. Ich musste umdenken. Ich dachte immer, Mensch, ihr seid ja diese verrückte Kiffertruppe aus dem Süden. Ja, aber das schließt sich doch nicht aus. Nein, nicht wegen Flugzeug. Ach so. Sondern das hier ist vielleicht die Voraussetzung, oder? Ja. Vom Abheben, ja. Aber ich dachte, ihr wohnt immer noch so in der WG, irgendwie in Stuttgart-West oder was? Jetzt lese ich, ihr habt eigene Wohnungen in unterschiedlichen Städten. Ja, du lebst in Hamburg? Ja, und zwar schon lange. Ich bin schon seit 10 Jahren in Hamburg. Michi Beck lebt in Berlin. In Berlin seit, ich glaube, auch 6, 7 Jahre. Ja. Thomas lebt auch schon fast 10 Jahre in der Eifel, dem letzten großen Paradies in diesem großen in Hof, in diesem Bauernhof immer genau, noch? Genau, es ist nur ein Hof, kein Bauernhof. Aber ein Hof, ja. Und Andi Y? Lebt in Stuttgart. Nach wie vor, so. Aber es ist das Geheimnis unserer Ehe, getrennte Wohnen.
Orte. Das heißt, ihr findet euch immer nur für Produktion und für Tourneen zusammen? Und auch für sonst viele Sachen. Also nur für Tourneen ist gut, das ist das halbe Jahr. Dann aber auch zum Platte machen, aber auch ganz andere Entscheidungen. Wir haben ja eine Zeit lang unsere Plattenfirma gehabt, dazu haben wir uns viel gesehen. Wir haben noch die Booking-Firma, also die Live-Konzerte veranstaltet, auch in dessen Rahmen sehen wir uns oft. Eigentlich haben wir ständig miteinander zu tun. So heißt sensationell, dass man in dieser Branche, wie lange, 20-jähriges Betriebsjubiläum? Oder in zwei Jahren ist 20-jähriges. Ja, 20 Jahre Hip-Hop. Fanta 4. Ja, ne, Rap-Musik ist noch viel älter. Die ist ja aus. Nein, ich meine jetzt ihr. Man könnte sagen, das würde auch, man könnte sagen, 20 Jahre deutsche Rap-Musik, wenn man es so grob fassen möchte. Ab wann zählt man sowieso die Geburtsstunde einer Band? Ja, nicht da, wenn man eben unter besagtem Zustand sitzt und sagt, heute nennen wir uns die Fantastischen Vier, sondern wir haben das erste Konzert, was wir unter diesem Namen hatten, markiert. Und das war der 7.7.1989. Wo war das? In Stuttgart, in irgendeiner Gartenhütte, ein Weinberg unserer damalige und auch jetzt noch Manager Bär hatte damals ein Festchen organisiert und hat das, ich glaube, das war so offiziell, dass da richtig Plakate war, die Fantastischen Vier im Weingarten so und sie haben es vergessen, ich muss nachgucken. Ehrlich? Ja. Ja. Mit Hip-Hop? Mit Hip-Hop, ja, Rap-Musik. Ja, waren da schon Sachen dabei, die man dann später, waren die da und so? Neu ist noch nicht, aber haben wir gehabt, Hausmeister Thomas D. und jetzt geht's ab, das sind Titel vom ersten Album, die haben wir da schon gespielt. In einer Gartenlaube. In einer Gartenlaube. Und um 10 war Schluss? Neu, hawa. Haben wir einen Schuck gefeiert, der Schwabe kann schon zünftig feiern. Ja, ich weiß, das ist ein Klischee. Ja. Ja. Dass man irgendwie sagt, so unten. Ich glaube, bis um 10 ist Disco geschlossen oder 11, aber auf dem Wengert kannst du feiern bis um 2. Das ist Privatsache. Genau, das ist Privatsache. Gell? Oder schon kein Mensch, kein Nachbar. Und wenn der Nachbar sich beschwert, brunzt man dann ins Auto noch. Da brunzt man ins Auto oder kommt einfach auch vorbei. Genau, macht Reife. Ja, oder komm, mach mit. Genau. Ja, wie ist das eigentlich? Das habe ich mich oft gefragt, wenn man so zu viert ist. Ja, das war ja schon bei den Beatles so. Es muss doch irgendwie, gibt es bei euch auch sowas wie Lennon McCartney? Ich meine, es muss doch so ein bisschen Chefs geben oder tatsächlich hat unsere Manager uns, um das so ein bisschen vielleicht in die Diskussion zu bringen, so eine Anthologie von 10 DVDs rund um die Beatles gegeben, die wir gefressen haben. Es war sehr interessant und weil ja auch immer wieder Fanta 4, Fab 4 ganz von dem einen oder anderen Feuilletonisten diese parallel zu den Beatles gezogen wird, ist uns aufgefallen, dass wenn man den lustigen Paul McCartney nimmt und den nachdenklichen John Lennon, war es eigentlich andersrum, weil eigentlich war John Lennon der Witzige, er kam so nachdenklich rüber und Paul McCartney kam so witzig rüber, ist eigentlich der Nachdenkliche. Das würde bei uns nicht so richtig passen. Ich finde, dass das eine ganz andere Musikkapelle ist, die nur zufälligerweise vier Leute sind. Aber es muss doch irgendwie einer mal sagen, jetzt steh mal auf oder jetzt ich mach die Textvorschläge. Also gibt es ja nicht so zwei so Primi inter Paresse oder Plural von, doch, ihr wisst, wen ich meine. Die genau, sind ein bisschen mehr Chef wie andere sind. Es bringt eigentlich immer jeder was ein für die Band. Es kommt immer auf das persönliche Leistungsspektrum an, ob man gerade ein bisschen potenter ist oder nicht in einem gewissen kreativen Output. Mal ist der eine in Musik anbringen besser, mal hat der andere eine toffe Textidee, aber im Grunde ist die Devise für uns alle die wir mit unseren Menschen eine ganze Gruppe sind. Jeder macht, was er kann, so gut er es kann und alle kriegen das Gleiche. Das ist ein Stück Sozialismus, wo funktioniert, meine Damen und Herren. Ja. Damit sind wir am Ende der Sendung Markt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh ja, guck mal, gut, das passt ja auch gut. Jetzt kommt die Dokumentation Die Lohnsklaven. Was ist Arbeit in Deutschland wert? Oh, das ist hart. Das ist hart, gell? Geschäft kommt von Schaffer, aber das ist ein anderes Thema. Bruder, vielen Dank. Fornica heißt die Platte für die, die sie nicht haben. Auf Tournee demnächst. Auch von der ARD gefeatured, habe ich gesehen, in Zusammenarbeit mit MTV. Das hat natürlich auch sicher mit unserer langen Tradition zu tun, dass wir jetzt beim ARD präsentieren dürfen. Wir sind aber sehr stolz drauf. Ja, natürlich. Ist ja, umfasst ja, also wir haben, unsere Band gibt es seit 18 Jahren. Das heißt, es gibt junge Fans von 12 bis 62, würde ich sagen. Und die gucken natürlich ARD, ist klar. Ich freue mich riesig, dass ihr bei uns seid. Und auf Tournee irgendwo in der Nachbarschaft, ich habe gesehen, die Liste ist endlos mit Städten. Wir sind jetzt auf Clubtour, die geht durch Orte, die wir noch nie gespielt haben. Palen bei Flensburg, Hagen in Westfalen, aber auch Paris oder London bei Birmingham, bei Manchester? Ich hab's vergessen. Wie London bei? London bei, ich wollte einen Scherz machen. Ach so, Palen bei Birmingham. Bei Flensburg, London bei Birmingham, genau, und Paris bei Lyon. Und im November ist dann große Tour. Und dann spielen wir Köln, Hamburg, Hallen Leipzig, und so weiter. Berlin, München. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Die fantastisch für morgen zu Gast Judith Holofernes von der Band Wir sind Helden. Kennt ihr die? Ja, hat man da so Kontakt in der Branche? Ja. Wir laufen uns bei diversen Veranstaltungen den Weg. Genau. Deutschland ist ja auch klein, was das die Showwelt angeht. Ja. Und ich schätze Wir sind Helden natürlich auch als Kollege und finde die Songs gut. Und die Frau ist sehr witzig. Ja.
Darum sieht auch doof aus. Ja. Super Auftrittsmodo. Kriegst du heute noch zurück? Nein, ich bleib da drauf. Sag mal, zahlen wir eigentlich den Sprit, wenn du da mit dem Flugzeug kommst? Das mache ich, das ist Privatsache. Das ist Privatsache. Du hast rausgesaugt am Flughafen. Kann ich selber. Nehmen wir dran. Oh. Smudo von den Fantastischen Vier, meine Damen und Herren. Dankeschön, bis morgen Abend. Tschüss.